Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder mit dem. Ich hab mir überlegt, ich mach doch noch einen dritten Part, weil ich im letzten Jahr keinen Abschluss gemacht habe. Oh, ich hab's eh. Und deswegen werde ich jetzt hier noch so 10, 15 Minuten mit euch spielen und dann will ich noch einen Abschluss machen. Ich will noch meine Meinung zum Spiel sagen. Oh, ja. Aber das ist... Das stimmt nicht so ein... Ey, ich warte schon auf ein reine God of War, was für die PS4 macht. Oder für die PS4 ist. Da bin ich so heiß drauf. So, ich kann da lang gehen. Ich gehe mal da lang, da ist ein Save Point. Ja, speichern muss sein. So, jetzt bin ich am Überlegen. Da will ich gar nicht lang, weil da sieht's aus... Jetzt, wenn es weitergeht, also will ich doch wieder zurück. L1. Oh, yeah. Die Verbannungsklinge. Aha. Aha, okay. Dann geht's hier doch nicht weiter. Ich vergesse immer, dass ich... Ich vergesse immer, dass wenn ich hier nicht mit L1, mit L3, ach Quatsch, R3, dass ich damit nicht die Kameraperspektive mache, sondern dass er dann die Rolle macht. Aber das ging mir auf der PS3 schon hinaus. So. Du kommst zurück, Spartaner. Hast du mich vermisst? Nö. Okay, Spartas Armee. Die Verbannungsklingen werden dir dienlich sein, Kratos. Mit ihnen kannst du die Geister deiner verbannten Spartanerbrüder herbeirufen. Da soll ich lang. Okay. Wie gern lausche ich deinem Schmerz. War denn das? Jetzt hat er gemacht. Also ein bisschen twiggy gerade. Hmph!
Na komm, mach auf. Und hier auch auf. Ah, hier sind noch Vasen. Machen wir mal kaputt. Oh, hier sind aber viele. Oh, falsch. Komm, machst du futsch. Die. Yeah! Das ist echt. Ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, aber sag's ja nochmal, die meckern halt immer über diese Remastered-Version rum, aber wie gesagt, God of War ist jetzt ein muted Beispiel, dass da eine Remastered richtig geil ist, weil es gibt ganz viele, die von der Alter. Unmöglich, okay. Es gibt ganz viele, die von der Xbox PS4 gewechselt haben. Und die haben God of War logischerweise nie gespielt. Da ist das ganz sinnvoll, dass die die Möglichkeit auf der PS4 haben, auch mal God of War zu spielen. Da die PS4 ja leider nicht abwärtskompatibel ist. Wäre schön, wenn das wäre, ist aber leider nicht so. So. Ich habe genug gelitten, Spartaner. Hades, verdammte mich zu diesen ewigen Qualen. Mein flammender Kerker. Doch jetzt bist du hier und kannst mich befreien. Ich habe nur noch meinen Bogen. Ja. Bitte, befrei mich und er ist dein. Ja, will ich haben. Oh. Ich überlege gerade, wie war denn das? Wenn du mich in Brand setzt, kann ich dir nicht helfen. Die Götter hatten recht, dich zu verfluchen. Das ist kein Spiel, Spartaner.
Scheiße, geht nicht. Achso, das war ja schräg rüber, war das ja irgendwie. Halt es mir vom Leib! Den Göttern sei Dank. Ach, du wirst mich verbrennen! Was machst du da? Ach, Mensch. Das Feuer, es ist zu nah. Ach, Mann. Hey, ich geh mal. Ich... Bitte, sei vorsichtig. So, dann muss ich das, glaube ich, hier erstmal... Ach, genau, das war hier rüber, dass das brennt, dass ich denn den damit abbrennen kann. Okay. Alles klar, okay, gut. War meine Vermutung doch recht. Ja, wenn man jetzt mal ein paar Jahre nicht spielt, ist man da ganz schnell wieder raus. So. Was machst du da? Was machst du da? Halt mir das Biest, komm, Leute!
falsche... Oh, ich war das. Ups. Oh, nehme ich mir einfach den Bogen. Du besitzt nun den Bogen des Apollo. Seine Feuerpfeile sorgen für feine Wege. Und wie? Warte, so kommt auch meine Anleitung. Ah, da oben. So. No. Ach so, ja, Feuerpfeile. Ha. Alles klar. Und speichern. So, was sagt das Aufnahmeprogramm? Das sagt jetzt 18 Minuten. Jetzt werde ich aber auch gleich mal Schluss machen. Nur noch eine vernünftige Ecke suchen, wo wir das denn jetzt hier machen können. Und dann passt das. So. Hier lassen wir mal die Grafik, gucken wir uns das mal an. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal gleich mal meine Bewertung mit euch hier. Absolut genial. Also ich finde es gut, dass es gekommen ist, definitiv, weil es wirklich mega mäßig Spaß macht. Das ist das alte God of War in einem verbesserten neuen Kleid. Also das ist ja eigentlich noch das gleiche, aber die Grafik wurde aufgehübscht. Schneller ist es geworden. Also ich bin der Meinung, es ist agiler als das alte God of War 3 für die PS3. Bin ich fest der Meinung. Die Story ist sowieso geil. Also Leute, das ist ein älteres Spiel, was soll ich da großartig sagen? Da gibt es schon so viele Let's Plays zu. Aber es ist wirklich, ich kann es auch komplett durch, es ist wirklich ein Granatespiel. Ein absolut Granatespiel. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil ich habe die God of War Reihe sowieso durchgesuchtet. Kann ich euch echt nur empfehlen und ans Herz legen. Und ich freue mich schon auf das nächste, was rein für die PlayStation 4 kommt, was bestimmt sowas von der Burner aussehen wird. Das glaubt keiner. Ey. Das wird, oh, das ist geil. Ja, aber soweit soll es jetzt auch gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach raus in die in die Kommentare. Ich werde es euch auf jeden Fall beantworten. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für God of War 3. Wer es noch nicht gespielt hat, muss es auf jeden Fall spielen. Wer es schon gespielt hat und vielleicht verkauft hat oder was weiß ich. Oder das einfach nur nochmal auf der PS3 spielen, auf der PS4 spielen will mit einem verbesserten Kleid. Nochmal also in den God of War. Nochmal in die God of War Fänge gezogen zu werden, will ich es mal nennen. Der muss sich auf jeden Fall das Spiel holen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.